Ja, willkommen auf Wetter Mühlviertel. Wir sind wieder mal da, um einen Ausblick über die nächsten Tage zu machen. Wir schauen uns auch wieder den Winter an. In einer Langfristberechnung, da kann man schon mal sagen, kleine, vielleicht bahnt sich da wieder was Neues an. Mehr dazu später. Ich zeige euch ein bisschen, wie schauen die nächsten Tage aus. Wir sind mittlerweile im dritten Herbstmonat angekommen, im November. Der Oktober, den haben wir jetzt mal hinter uns gelassen. Auch der war einmal mehr, naja, wenig Überraschung, wieder mal zu warm. Und zwar wieder mal deutlich zu warm. Das Niederschlagsdefizit ist ein bisschen ausgeglichen worden, zumindest einmal, wenn man es jetzt vergleicht mit den ersten 20 Tagen im Oktober, wo praktisch kaum oder wenig Niederschlag gefallen ist, ist dann doch ein bisschen was gekommen. Das heißt, der Ausgleich übers Jahr ist natürlich überhaupt nicht passiert, aber zumindest haben wir ein wenig Niederschlag im Oktober bekommen. Das ist gut so. Aber natürlich immer nur viel zu wenig für das, was letztendlich eigentlich notwendig wäre, um dass das Ganze mal wirklich reingeht, ja, in den Boden. Was ihr hier seht am Bild ist die Erde jetzt einmal, zumindest ein Teil der Erde, mit der Bodentemperatur, dass wir uns orientieren. Genau, da ist Österreich, man kann das auch wunderbar hin und her schieben. Also von der Nordkugel bis zur Südkugel, ja, geht natürlich auch. Antarktis, Arktis, ja. Gut, aber wir schauen uns, bleiben wir trotzdem mal in Österreich. Das ist Österreich, Tschechien, Deutschland, Kennermole, England, Schottland, Irland, Skandinavien, Spanien, Portugal und der afrikanische Raum, der natürlich nach wie vor warm ist. Ja. Hier sind wir. Was wir sehen, sind die 10 Meter, also Entschuldigung, die 2 Meter Temperatur, nicht die 10 Meter Temperatur, die 2 Meter Temperatur. Und von der Farbe her ist es so, man sieht jetzt hier ganz kurz die Legende. Alles, was in Richtung von Grün in Richtung Hellblau geht, ist dann der Übergang von die Plus- zu die Minusgrade. Also, das heißt, irgendwo die hellgrünen Töne sind irgendwo 2 Grad und dann, wenn es in Richtung ja, Hellblau geht, man sieht hier, Hellblau ist dann in 0 Grad, dann wird es immer dunkler und dann sind es dann die minus 10 Grad. Also, zum Beispiel, was wir da herum in Skandinavien haben, wird dann das Ganze animieren vom 1. November, seht ihr jetzt den Ablauf bis zum 10. November. Das geht jetzt einmal relativ flott. Was ihr hier seht, ist jetzt einfach einmal der Ablauf, die einzelnen Tage. So, jetzt haben wir aber nicht beim 1. November angefangen, die springen nochmal zurück zum 1. So, jetzt sind wir beim 1. Fangen wir nochmal an. Ja, jetzt sehen wir den 1. November. Was man hier sieht, es gibt immer wieder Temperaturen im einstelligen Bereich. Das sind diese grünen Töne natürlich, das haben wir aber heute gemerkt. Aber was uns auch auffällt, ist, dass jetzt von Norden die richtige Kälte, die richtigen blauen, dunkelblauen Farbtöne nur nicht wirklich ein Thema sind bei uns. Das heißt, da kommt noch nichts runter. Wir sind jetzt im 7. November. Aber es kühlt trotzdem sukzessive in den nächsten Tagen ab. Also speziell in den nächsten Wochen wird es definitiv frischer werden. Ein klassischer erster Wintereinbruch, richtiger Wintereinbruch auch bis in Teillagen, ist da aber noch nicht zum Sehen. Jetzt fangen wir nur mal an am 1. November, also man sieht es hier nochmal schön. Also die Kälte bleibt aktuell im Polarkreis, bleibt auch in Nordeuropa, da ist es natürlich schon ziemlich kalt. Aber bis jetzt ist da in Mitteleuropa noch nicht allzu viel zu sehen. Es ist aber trotzdem schon viel los. Und das schauen wir sich dann in der nächsten Grafik an und zwar. Ja, jetzt haben wir das Ganze mit Ansicht der Windgeschwindigkeiten und wieder der Temperatur. Wenn man das Ganze da jetzt wieder animiert, so, jetzt schauen wir sich das nochmal an. Da ist sie wieder. Ist wieder Österreich. Das ist der ganze atlantische Bereich, der ist in dem Fall sehr interessant. Und wenn man das Ganze jetzt wieder animiert, sieht man, hier sieht man das Tiefdruckgebiet. Dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Man sieht da schön, wie der Tiefdruckkern dahin wandert, da über England, dann wieder weiter Richtung Nordsee rauf. Und da sind schon ordentliche Windgeschwindigkeiten drin. Man sieht da hier das nächste Tief. Was für uns wichtig ist, ist jetzt, die Tiefdruckgebiete sind nach wie vor so, dass sie uns momentan, also auch mit diesen hohen Windgeschwindigkeiten, die teilweise speziell über Westeuropa, Frankreich zum Beispiel, also man sieht ja hier diese Anströmung. Da gibt es Orkangeschwindigkeiten mittlerweile in den kommenden Tagen, aber bei uns tut es noch nicht allzu viel. Das heißt, das Ganze wandert immer wieder sehr schön in den nördlichen Bereich, in die Nordsee.
Bei uns, wir sind da hier immer wieder im relativ windschwachen Bereich. Manchmal kommt ein bisschen der Wind, dann ist er wieder weg. Man sieht ja wieder schön die Tiefs, die kommen da richtig so schön am Schnürl daher und wandern darauf. Teilweise gibt es bei uns noch Föhn, teilweise lösen diese Tiefdruckgebiete Südwest-Südströmung aus, dann wieder Westströmung aus. Was kaum momentan noch zu sehen sind, sind die klassischen Nordlagen. Also die sind in diesen Berechnungen einfach nur nicht drinnen. Wird nur nicht passieren. Man sieht einfach nur ganz schön, also wie so wirklich diese Windströmungen, wie die verlaufen, beziehungsweise wie die wetterlenkenden Strömungen jetzt über Mitteleuropa ausfallen. Was definitiv ist, die britischen Inseln, Frankreich, Spanien und natürlich auch Norddeutschland, die kommen schon in den Genuss von einigen Sturmlagen, bei uns vergleichsweise noch relativ ruhig. Ja. Ja, und wenn man das Ganze jetzt mal ein bisschen in einer vielleicht in dem Fall zwar langweiligeren Grafik anschauen, aber trotz allem, wir sind wieder hier. Das sind jetzt die Temperaturen 850 Hektopascal in 1500 Meter. Machen wir das Ganze jetzt nicht zu langwierig, aber wenn man sich jetzt mal so anschaut, das Ganze, man sieht ja hier wieder die Tiefdruckgebiete, wie sie dahin wandern. Im Prinzip da wieder haben wir jetzt eine Grafik gesehen, wieder England durch, dann wieder in die Nordsee. Wir sind teilweise da auch wieder in einer Südwestlage, in einer Westlage. Bei uns tut sich da noch nicht so viel, aber was man auch hier schon sieht, trotz allem kommen die frischeren Luftmassen, also hier diese grünen, das heißt in 1500 Meter kühlt es am Morgen schon deutlich ab, kommen auch bis zu uns, das heißt es kühlt ab, es sinkt die Schneefallgrenze dann vom Mittelgebirge teilweise auf 1000 Meter runter. Und wenn man diese zweite anschaut, das ist der Samstag, das ist wieder das nächste Tief, da wieder eine Föhnlage bei uns, die ist aber nur relativ kurz. Am Sonntag dann wieder Westlage, es kühlt wieder ab, man sieht auch hier wieder die gelben, orangen Töne verschwinden wieder, das greifen wieder grünere, also grüne Farbtöne wieder, sieht man hier wieder und das heißt, also Temperaturen wieder so um 0, minus 1 Grad in 1500 Meter, was im Müllviertel durchaus schon wieder für viele Regionen einstellige Plusgrade bedeutet. Und jetzt haben wir bei der nächsten Woche Mitte, also da sieht man auch, es tut sich nicht allzu viel, aber diese grünen Farbtöne werden immer mehr. Da schon ganz Mitteleuropa drinnen, hier sind wir schön irgendwo bei minus 2, minus 3 Grad in 1500 Meter, darf man nicht vergessen, das ist zum Beispiel der Hochfichtigste betroffen. Minus 2, minus 3 Grad heißt aber auch, dass es ab dann bei uns in 700, 800, 600 Meter durchaus auch schon relativ frisch ist. Ja. Auch selbst im Donauraum dann nochmal um die 10 Grad. Also es wird kühler, aber ein Wintereinbruch in dem Sinne, wie man durchaus im November schon erwarten könnte, das haben wir jetzt übrigens beim 17. November, ist dort noch nicht wirklich zu sehen. Muss man einfach nur warten, was da passiert. Die Diagramme, die kennen wir auch mittlerweile, die zeigen schon eines ganz klar: die Wärme, der Wärmeüberschuss, der jetzt vielleicht heute und morgen nochmal passiert, aber da ist er auch nochmal relativ gering. Am Freitag zischen wir mal richtig runter, da sind wir mal weit unter dem Schnitt. Und dann sieht man auch nächste Woche, also da sind wir dann definitiv nicht mehr im Schnitt, sondern drunter. Und dann, naja, bewegen wir sie ein bisschen um den Schnitt oder eher leicht darunter. Das heißt, für die Jahreszeit, es wird auf jeden Fall frischer. Die Wärme, die wir jetzt im September und im Oktober gehabt haben, die verschwindet jetzt einmal auf jeden Fall. Es ist jetzt nicht so, dass die so krasse Abkühlung da ist, weil man vor allen Dingen, wenn man sehr weiter dann nach hinten schaut, der Hauptlauf, das Grüne, ist zwar relativ niedrig, aber dieser Kontrolllauf, der dann wiederum zeigt, naja, der geht wieder nach oben. Die Prognose ist da relativ unsicher. Da kann es natürlich Überraschungen geben. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das anschaut, auch die Niederschlagssignale, ja, sie sind vorhanden, speziell am Freitag, dann wieder eher gedämpft. Also nicht allzu viel Niederschlag. Ein bisschen was wird immer kommen. Die Schneefallgrenze in jedem Fall in den Hochlagen, also da spreche ich jetzt von Sternstein, vom Hochficht und so, Sandel, da kann es auf jeden Fall immer wieder mal Schnee geben, ganz kurz, aber auch nie wirklich viel. Und es wird dann eigentlich immer relativ schnell wärmer. Das ist das amerikanische Wettermodell. Das europäische Wettermodell sieht es sehr ähnlich. Auch da sieht man nur mit dem Sprung nach oben. Das haben wir bei heute und morgen. Und dann geht es natürlich runter. Freitag, auch da ist es sehr ähnlich abgedeckt mit relativ vielen Niederschlägen. Ja, und dann pendeln wir so im Schnitt oder leichter runter. Aber auch hier sieht man beim europäischen Wettermodell, es geht von
minus 6, minus 7.500 Meter bis zu plus 15 Grad. Damit ist die Prognose, kann man sagen, ab dem 8., 7., 8. November nicht wirklich zu gebrauchen. Da haben wir viel zu hohe Streuung drinnen. Das heißt, bis zum 7., 8. kann man durchaus sagen, ja, da geht es bergauf, bergab, bergauf, bergab. Mit zeitweiligen Niederschlägen, aber jetzt bis auf den Freitag einmal nicht so die große Nummer. Dann muss man schauen, was dann passiert. Gut, jetzt haben wir gesagt, die Winterprognose, ja, schauen wir sie auch noch ganz kurz an, was hat sich getan. Das ist jetzt wieder der aktuellste und neueste Trend. Warum ich zuerst gesagt habe, dass es da eventuell Überraschungen gibt, beziehungsweise ob sich was ändern könnte. Im Grunde genommen sieht man hier nach wie vor die roten Farbtöne. Ich mache es jetzt trotzdem ein bisschen kleiner, dann sieht man eigentlich, ja, sieht man alle Monate. Also wir sehen hier jetzt einmal den November, den Dezember, den Jänner, Februar, März, April. Überall Rottöne, Rottöne, Dunkelrot, das ist nie gut für den Winter. Was man allerdings, was schon auffällt, die letzten Prognosen gesehen haben, vom letzten Wettervideo, hat man gesehen, diese Blautöne zum Beispiel aus Skandinavien hat es da noch nicht gegeben. Genauso ist die Wärme im Jänner, diese dunkelroten Töne sind jetzt verschwunden. Verschwunden, was sein könnte oder was der Grund ist, dass sie die Langfristprognosen ändern. Das heißt, dass irgendwas momentan passiert, dass der Winter möglicherweise doch nicht ganz so warm wird. Oder es ist nur ein vorübergehender Trend, der in der nächsten Woche wieder korrigiert wird. Das schauen wir sich dann wieder an. Aber im Moment sieht es so aus, nach wie vor viel zu warm. Aber die Langfristprognosen haben sich geändert. Und was ganz spannend ist jetzt, das ist jetzt einmal die Temperaturabweichung der mitteleuropäischen Region, also Österreich, da sieht man also sehr gut Österreich in der Mitte. Es ist in ganz Mitteleuropa zu warm, hier nur im Norden einfach vorübergehend im November ein bisschen frischer. Aber, und das ist auch spannend, jetzt sieht man die Niederschlagsprognosen. Der November relativ nass, lassen Sie überraschen. Müsste noch was kommen, wenn man es sich jetzt gerade einmal angeschaut hat. Ja, es gibt Niederschlagssignale, aber die sind jetzt nicht so dramatisch, dass man sagen kann, okay, wir hätten so eine markante Abweichung. Aber schauen wir ein bisschen weiter. Dezember dann einmal ausgeglichen. Da sind wir in Österreich im weißen Bereich, heißt also weder zu feucht noch zu trocken. Und was dann auffällt im Jänner. Und das habe ich letztes Mal schon erwähnt, ist an der Nordseite der Alpen, beziehungsweise generell von Frankreich über Deutschland. Auch Westösterreich und auch Teile von uns sind grün eingefärbt und südlich der Alpen ist es rot. Das sieht man dann auch im Februar ganz gut. Was immer das bedeuten könnte, es wäre eine Variante, dass sich keine Italien-Tiefs entwickeln. Für die Alpen-Südseite möglicherweise sehr trockenes Wetter, für die Alpen-Nordseite hingegen feuchteres Wetter. Heißt jetzt aber nicht, jetzt muss man vorsichtig sein, dass jetzt der große Schnee kommt. Heißt, also abgesehen von den Alpen, ja, also da ist durchaus möglich, dass da natürlich schon einiges runterkommt. Aber wenn man sich diese Prognosen anschaut, dann werden das eher West-, Südwest-, Nordlagen, vielleicht einmal kurz auch Nordwestlagen. Das wäre, wenn man sich die Temperaturabweichung nach oben anschaut, sehr windlastige Wetterlagen. Also das heißt, sehr oft Niederschläge, aber auch Sturmlagen vom Atlantik. Der Atlantik ist ja zu warm, wird auch wahrscheinlich im Winter immer nur einen leichten Überschuss an Temperaturen haben. Das wäre wahrscheinlich sehr meeresgeprägte Wetterlagen mit sehr vielen Niederschlägen. Aber wenn es dann wirklich viele Niederschläge sind und wann der Winter wieder durchgreift, mit einer relativ hohen Schneefallgrenze. Wo immer die ist, kann durchaus sein, dass es ein bisschen weiter runterschneit, aber tendenziell ist es kein Flachlandwinter. Also fürs Flachland, für den Donauraum sicherlich überhaupt keine guten Aussichten, wenn man sich das anschaut. Für die höheren Lagen kann es dann durchaus einmal Schnee bedeuten, aber auch da muss man anschauen, wo pendelt die Schneefallgrenze wirklich. Also gefühlsmäßig und von der Erfahrung her, wenn es so kommt, wir haben El Niño-Einfluss auch noch, wir haben die Meere sind zu warm, müsste man von einer Schneefallgrenze irgendwo bei 800.000, 1.200, 1.500 Meter ausgehen. Möglicherweise, wenn die Sturmlagen richtig vom Atlantik durchkommen, ab bis 2.000 Meter. Das ist allerdings jetzt nur so ein Trend. Wir schauen uns diese Karte einfach wieder an, was da wirklich kommt. Wenn man sieht, dass die Temperaturabweichungen jetzt im Winter
zurückgerechnet werden, könnte es durchaus sein, dass man in einer Woche, merkt sich die Karten, wieder was anderes sehen. Ja. Und damit ist es spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was macht der Winter wirklich. Im Moment würde ich jetzt einmal sagen, es ist ein ziemlicher Ausfall. Ja. Also da, ja, Schnee, aber definitiv viel zu warm. Für die Alpen möglicherweise durchaus, im Hochgebirge durchaus Schnee. Aber wenn man sich jetzt, wenn man dann so ausschaut, muss man immer noch relativ nüchtern sagen, der Winter ist, könnte durchaus ja, in manchen Regionen Europas einen Ausfall bedeuten. Gut, wir bleiben wieder dran, wir schauen es auf jeden Fall wieder an. In diesem Sinne, sind wir schon sehr, haben wieder ein langes Video gemacht. Nächste Woche wieder, wir schauen sie wieder auch die Langfristprognosen an. Und in diesem Sinne, schönen Feiertag, schöne Zeit bis dahin und bis zum nächsten Mal.